Something about the way you move makes me wanna feel your groove. Something about the way you dress me. Wie man sieht, wir haben den nächsten Tag. Ihr steht wieder vor mir auf dem Stativ, denn ich habe gerade ein Video gedreht und dachte mir, dass ich mich dann direkt wieder melden kann. Ich habe ein längeres Video gedreht. Ich habe gerade gesehen, dass ich eine halbe Stunde nur gelabert habe. Und ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen gekürzt bekomme. Und ja, ich hatte hier auch eine Liste, wo ich mir so Stichpunkte aufgeschrieben habe, damit ich auch nichts vergesse. Denn das war so ein bisschen ein persönliches Video. Und da wollte ich natürlich dann auch ja, nichts vergessen. Und auch alles Wichtige in dieses Video packen. Aber wenn ihr diesen Vlog seht, dann habt ihr das Video schon gesehen. Also es geht um das Video über meinen Vater. Ich bin heute eigentlich nicht so fröhlich drauf. Ich weiß, sieht man gerade nicht. Aber ich bin heute Morgen mit Unterleibsschmerzen und Bauchschmerzen aufgewacht. Boah, ich habe Unterleibsschmerzen des Todes. Ich habe gerade eben schon eine Tablette genommen. Wenn ich Unterleibsschmerzen habe, dann nehme ich immer diese Dolomin für Frauen. Die finde ich eigentlich sehr, sehr gut und hoffe, dass das so ein bisschen weggeht. Ich habe mir auch die Hose praktisch so bis hier oben gezogen, dass es alles so ein bisschen warm ist. Und draußen wütet dieser Sturm. Das ist nicht mehr normal. Ich hoffe, dass man das im Video auch gar nicht so hört, ob ich das irgendwie so ein bisschen ja, übertönt habe mit meinem Gelaber. Es ist mal Regen, es ist mal Sonne, es ist Sturm. Oh, keine Ahnung, was da draußen wieder los ist mit dem Wetter. Ich sage euch. Wir haben jetzt übrigens 1:30. Jakob ist in der Uni und fährt danach noch zur Arbeit. Der muss heute Abend nämlich einspringen. Ich habe mir gedacht, ich filme jetzt heute weiter, weil gestern habe ich nämlich nicht so viel gefilmt. Da gibt es eigentlich auch keinen großen Grund zu. Es gab halt einfach nicht so viel zum Filmen. Und ihr seht ja dann, wie lang das Video dann geworden ist. Ihr könnt ja dann sehen, wie ich es geschafft habe, das zu kürzen. Ohne natürlich wichtige Dinge rauszuschneiden. Aber es gibt ja auch immer diese Versprecher und diese Patzer. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Spaß bei diesem Vlog. Wow, die Sonne scheint ja gar nicht krass hier rein. Es ist ja gar nicht hier eine ganz komische Belichtung. Ach ja, ich bin mit meinem Video fertig und habe das eben hochgeladen. Ich habe jetzt gerade eben ein YouTube-Video geschaut und habe mir noch einen Tee gemacht. Den hatte ich euch ja gestern schon vorgestellt. Und da ich ja so Unterleibsschmerzen habe, dachte ich mir, ich mache mir noch mal einen Tee. Und habe mir hier nochmal eine kleine Kanne gemacht. Und ich bin natürlich immer noch total baff, dass ich mal Tee so gut finden kann. Jetzt lasse ich den noch ein kleines bisschen abkühlen. Also so ist auf jeden Fall schön warm. Ist auf jeden Fall eine schöne Wärmflasche. Und dann werde ich den gleich mal genüsslich trinken. Wir haben jetzt auch schon 4:20. Ich bin eigentlich mit dem Video ganz gut durchgekommen. Und gleich wollte ich mal schauen, dass ich ein bisschen Essen mache. Jakob kommt ja leider heute zwischen Uni und Arbeit nicht nach Hause, weil das sonst zu knapp wäre. Und dann mache ich schon mal Essen und dann kann er sich das heute Abend warm machen. Es gibt ja heute Pizzabrötchen bei uns. Haushalt und so ist heute gar nicht irgendwie angesagt. Dadurch, dass ich so Unterleibsschmerzen habe, mache ich heute auf jeden Fall einen ruhigen Tag. Und werde mich dann, nachdem ich Essen gemacht habe, ein bisschen auf die Couch legen und hoffe, dass es morgen besser wird. Ich will nämlich nicht die ganze Zeit jetzt mit Schmerzen rumrennen und nur Tabletten in mich reinstopfen. Das mag ich nämlich gar nicht. Ich habe diese Unterleibsschmerzen immer so schlimm. Ich bin froh, wenn es wieder weg ist. Aber gut. Ich wollte euch noch dieses Bild hier zeigen, bevor ich das nämlich vergesse. Ich habe euch ja schon mal die Seite Unique Design vorgestellt. Und da könnt ihr jetzt nicht nur Kerzen bekommen, sondern auch so richtig schöne Bilder und Poster. Ich habe meins jetzt hier in so einem Silbergrau bekommen. Ich durfte mir das auch aussuchen. Und hier sieht man schon, dass das so ein bisschen spiegelt. Total schön. Und bei mir steht jetzt einfach Jessie und Jakob, 25.05.2019. Und hier unten dann noch so ein richtig schöner Spruch. Und zwar, das große Glück der Liebe besteht darin, Ruhe in einem anderen Herzen zu finden. Finde ich so schön. Dazu dann auch noch hier dieser silberne Rahmen. Wir haben uns jetzt entschieden, das ins Schlafzimmer zu hängen, weil das Grau-Silber passt halt perfekt jetzt hier rein. Hier an der Ecke hängt noch ein Nagel und ich finde, der Platz dafür ist eigentlich perfekt. Und da werde ich das Bild auf jeden Fall auch aufhängen. Ich bin super, super begeistert davon. Das ist auch keine beauftragte Werbung oder sonstiges. Ich zeige euch das komplett freiwillig, weil ich einfach die Arbeit dahinter so toll finde. Und das ist alles Handarbeit. Das wird von einer einzigen Person gemacht. Und da steckt halt so viel Gefühl und so viel Arbeit hinter. Und ich finde das so schön. Ich bin immer von allen Produkten, die ich zugeschickt bekomme, so begeistert. Und deswegen möchte ich euch das natürlich auch zeigen. Ich setze euch einfach nochmal die Seite in die Infobox. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade die Pizzabrötchen in den Ofen geschoben. Die sind ja eigentlich immer ganz schnell fertig.
Und das Rezept findet ihr natürlich wie immer in der Infobox. Jetzt mache ich hier noch schnell eine neue Kerze an. Und dann werde ich mir einfach nur noch ein bisschen den Fernseher anmachen. Boah, wir müssen unbedingt diesen Müllsack hier gleich mal beziehungsweise später entfernen. Und ich werde jetzt in der Zeit auch noch eben die Akkus von der Kamera laden. Ich habe nämlich gestern vergessen, einen Akku zu laden. Und ja, jetzt sind beide leer. Das ist natürlich ein bisschen nicht optimal, also unoptimal, suboptimal. Ich weiß nicht genau, wie das Wort ist. Wenn man vloggt. Aber gut. Ja, die Pizzabrötchen, ich denke mal, die brauchen so 10, 15 Minuten ungefähr. Dann werde ich mir 2 Stück essen und ja, dann ein bisschen Netflix oder so schauen. Ich wollte euch noch eben die Pizzabrötchen zeigen. So sehen die aus. Die sehen so gut aus und es riecht gut. Ich glaube, so eine Szene hatten wir gestern auch. Okay, yummy Essen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Und probiert es auf jeden Fall mal aus. Die schmecken so gut. Ich habe gerade schon ein kleines bisschen davon der Füllung probiert. Den Rest habe ich jetzt noch im Backofen gelassen. Der ist ja sowieso noch warm. Und ja, dann können die so lange noch darin bleiben. Und nachher kann Jakob sich dann einfach seine Brötchen warm machen und essen. Und ich werde mir jetzt erstmal die beiden Brötchen schmecken lassen. Ich dachte, jetzt zum Abend hin melde ich mich nochmal bei euch. Die letzten 2 Tage passiert bei uns, beziehungsweise bei mir, weil Jakob die ganze Zeit weg ist. Seht ihr ja eigentlich nur mich. Nicht wirklich viel. Ich habe jetzt heute eigentlich nur den Tag so ein bisschen mit PC-Arbeit und dann den Rest auf der Couch verbracht. Meine Bauchschmerzen, beziehungsweise auch Unterleibsschmerzen sind schon ein bisschen besser. Also ich quäle mich Gott sei Dank heute nicht super ab. Ich habe meinen Tee ausgetrunken und habe ein bisschen YouTube und ein bisschen Netflix geschaut. Und ihr habt ja gesehen, dass ich auch ein bisschen was gegessen habe. Zwischenzeitlich habe ich ein bisschen mit Jakob geschrieben. Und es dauert auch nicht mehr lange, bis er nach Hause kommt. Und dann werden wir eigentlich auch nur noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen und nicht mehr wirklich viel machen. Ich wollte mich aber auch noch mal ganz kurz bei euch bedanken, denn die letzten Videos kommen wirklich so gut bei euch an. Ich habe eben gesehen, dass zum Beispiel das Video, was ich heute hochgeladen habe über meinen Vater, dass das wirklich sehr gut bei euch ankommt. Ich habe wirklich durchgehend nur positive Resonanz bekommen. Es gibt natürlich auch immer so 1-2 Kommentare von der anderen Sorte, aber das ist ja normal. Nicht jeder muss das, was ich sage oder was ich tue, gut finden. Ich habe echt gedacht, dass diese ja Real Talk Videos, beziehungsweise generell, mache ich ja in letzter Zeit auch ein paar andere Videos, worauf ich Bock habe. Das habe ich ja Anfang 2020 schon gesagt, dass ich das gern umsetzen möchte. Und ihr merkt ja wahrscheinlich auch, dass ich das mache. Und ich hatte echt ein bisschen Angst, dass es vielleicht auch manche irgendwie gar nicht so annehmen, beziehungsweise dass es euch nicht gefällt. Aber das Feedback und die Resonanz dazu ist wirklich gut. Zum Beispiel das Video von heute kommt super bei euch an. Und auch generell die letzten Tage kommen super viele süße Kommentare. Zum Beispiel das What I Eat in a Day ist super bei euch angekommen, weil sich das so viele gewünscht haben, habe ich das ja umgesetzt und ganz, ganz viele fanden das toll und wollen mehr solcher Videos. Weil wenn ihr mir zum Beispiel solche Vorschläge schickt und ich das dann umsetze und mir das auch Spaß macht und euch wiederum dann das Video Spaß macht, ist natürlich der Jackpot und das ist natürlich das Wichtigste. Aber dann gibt es natürlich auch dann solche Videos wie dieses hier, also solche Vlogs, wo eigentlich so gut wie gar nichts oder wirklich gar nichts passiert und ich euch einfach nur so ein kleines bisschen an meinem Alltag oder an unserem Alltag teilnehmen lasse und wo ich dann auch manchmal denke, so, wer guckt sich das an? Aber diese ganzen Alltagsvlogs, wo vielleicht auch mal nichts passiert, die mögt ihr so gerne und ich finde das so krass, wie viele mir immer schreiben, dass es für sie total beruhigend ist und schön ist, abends mir einfach zuzuschauen und ja, unseren Alltag irgendwie so mitzuerleben. Und ich glaube, manchmal merkt man das so als YouTuber selber gar nicht, dass das bei anderen so krass ankommt. Man hat manchmal irgendwie selber so eine ganz andere Denkweise oder eine Vorstellung. Und ja, aber irgendwie total schön, die Vorstellung, dass andere Leute abends so dein Video schauen und dabei so abschalten können. Und dir dann einfach zuhören bei dem, was du gerade so von deinem Leben erzählst. Heute ist mit mir aber auch nicht mehr wirklich viel anzufangen. Gestern fing das ja, wie gesagt, schon mit meinen Bauchschmerzen so ein bisschen an. Und das hat sich heute mit den Unterleibsschmerzen leider auch nicht wieder gebessert. Am ersten Tag ist es immer am schlimmsten. Vielleicht wissen die Frauen unter uns, wie das so ist am ersten Tag. Also für mich ist es immer am schlimmsten mit den Unterleibsschmerzen. Und ich bin dann immer total müde, mir tut alles weh. Morgen, also am zweiten Tag geht's dann ist wieder alles okay. Aber der erste Tag, der knockt mich irgendwie immer so ein bisschen aus und denkt sich so, nö,
heute ist mal so ein Tag, an dem du einfach nichts machst, an dem du einfach mal nur blöd rumsitzt, weil ich da gerade Lust zu habe. So in etwa fühle ich mich dann. Und deswegen werde ich jetzt einfach nur noch diesen Vlog beenden. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich. Ciao!